Hallo und schön, dass ihr wieder bei meinem neuen Video vorbeischaut. Falls ihr im Hintergrund Wind und dieses Geklapper von Hitzers Jalousien hört, nicht wundern, weil bei uns ist es richtig mega stürmisch. Also hier ist es, also die Bäume sind so am Wackeln, wenn ich aus dem Fenster gucke. Aber ich habe mir trotzdem, ich drehe einfach trotzdem das Video. Ich versuche es dann im Nachher so zu bearbeiten, dass man das vielleicht nicht unbedingt so laut hört. Aber falls doch, wundert euch einfach nicht. Ich habe mir für heute überlegt, dass ich euch meine Funko-Sammlung zeige. Das haben sich mehrere von euch gewünscht und deswegen habe ich mir das jetzt einfach mal für heute überlegt. Deswegen, nicht wundern, sieht alles im Hintergrund hier schon so ein bisschen leer aus, weil ich alle Funkos aus meinem Regal geräumt habe und sie jetzt hier überall neben mir verstreut liegen. Ich zeige sie euch jetzt gleich nach und nach. Und habe jetzt einfach rein provisorisch hier oben mal ein paar Bücher hingelegt, damit das nicht ganz so leer aussieht im Hintergrund. Und ich starte jetzt direkt einfach mal. Ich fange einfach mal an mit den zwei. Das ist Bella und das ist Edward. Und ich finde, ich liebe ja Twilight und deswegen mussten die auch auf jeden Fall bei mir einziehen. Ich finde, Bella ist, ich weiß nicht, ob ihr sie so besser seht, also ich finde, Bella ist sehr gut gelungen. Edward finde ich auch ganz gut. Also ich finde, dadurch, dass er ein bisschen blasser ist, das finde ich, ist sehr gut gelungen. Und ich finde aber irgendwie wirkt er sehr, also klar, die Funkos sind halt klein, aber ich finde so im Gegensatz zum Beispiel zu Bella, sieht Edward irgendwie kleiner aus als Bella. Also so sind sie nicht kleiner, aber irgendwie finde ich, wenn man sie beide jetzt so betrachtet, finde ich, sie wirkt Edward kleiner als Bella, oder? Was meint ihr? Also ich finde so ein bisschen, aber trotzdem finde ich die echt toll, weil sie passt einfach auch so gut dann zu den Büchern und deswegen mussten sie einfach bei mir einziehen. Das ist auf jeden Fall schon länger her, wo ich die, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die mal geschenkt bekommen zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Eins von beiden. Ja, okay, dann geht's jetzt weiter mit Ginny. Das ist Ginny als Quidditch-Spielerin auf einem Besen und ich habe auch noch Ron, den gleichen, auch als Quidditch-Spieler, auch auf dem Besen und das finde ich einfach so genial. Vor allem Ginny, weil die diesen, ich weiß es gerade nicht, also es ist halt nicht die Goldene Stadt, es ist einfach jetzt so ein Ball. Ich weiß nicht, ob der jetzt so einen speziellen Namen hat bei Harry Potter. Das kann ich euch jetzt nicht genau sagen, aber ich finde auch einfach die Details, die sind einfach so gut gelungen. Also hier ist, sieht man dieses Wappen, dann mit dem Helm. Ich finde, das ist einfach immer mit so ins Detail gut bearbeitet. Und sie stehen halt auf so einem durchsichtigen Teil, deswegen, also quasi, als würden sie schweben. So sitzen sie dann darauf und auch in meinem Regal. Und das finde ich einfach richtig toll und sieht auch echt toll aus. So, dann geht's jetzt weiter mit Belle. Die ist von Die Schöne und das Biest und auch sie finde ich wahnsinnig schön mit der Rose in der Hand und hier hinten im Haar, das ist auch so schön verarbeitet mit diesem Maskenrand. Ich glaube schon, das finde ich einfach auch richtig, richtig schön. Okay, weiter geht's mit Bellatrix und irgendwie ist sie schon fast eine meiner liebsten Funkos, weil ich finde, irgendwie finde ich sie einfach wahnsinnig cool. Mit diesen Haaren und sind einfach quasi so diesen, ja, einfach so dieses buschige Haar haben sie so gut gemacht und dadurch wirkt sie, finde ich, einfach so cool und die sieht einfach diesen Charakter im Film so ähnlich und das fand ich einfach richtig faszinierend. Und deswegen finde ich sie unglaublich cool. Also, die haben sie unglaublich gut hinbekommen und gemacht und das finde ich wahnsinnig toll. So, dann kommen wir zu Hedwig und der ist erst vor kurzem bei mir eingezogen, ich glaube an Weihnachten, also jetzt an diesem Weihnachten und ich liebe ja Hedwig und deswegen musste ich ihn unbedingt haben. Er ist auch ein bisschen kleiner, also ich nehme jetzt mal eben Edward zum Vergleich, also ist jetzt ein kleines bisschen kleiner, ich nehme halt einfach dadurch, dass er eine Eule ja ist. Aber ich finde ihn einfach süß. Ich liebe Hedwig. Ich finde ihn einfach so toll. Und jetzt kommen wir auch zu einem Funko. Als ich gesehen habe, dass dieser Funko rauskommt, muss ich ihn unbedingt haben, weil ich einfach diese Szene im Film so cool fand. Es ist nämlich Hermine als Katze in diesem, mit diesem, also in diesem Filmmoment. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber ich fand es einfach so lustig und auch so cool und deswegen musste ich es einfach unbedingt haben.
weil ich finde einfach, das ist einfach so ein cooler Funko. Und halt, sie hat auch hinten halt diesen Katzenschwanz. Und das finde ich einfach so witzig. Deswegen muss der auch in meine Sammlung. Dann kommen wir jetzt zu einem Funko, den habe ich eigentlich ganz spontan gekauft, weil ich fand einfach, er sah cool aus. Das ist nämlich, ich glaube, sie heißt Au, irgendwas mit Au. Ich weiß aber jetzt gerade. Ich habe hier, glaube ich, die. Nee, die heißt gar nichts mit Au, die heißt Tifiti. Die ist nämlich von Vaiana. Von Vaiana, dem Disney-Film. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ich fand ihn wahnsinnig toll, den Film. Und deswegen wollte ich da auch so gerne ein Funko von haben. Okay. Geht gerade richtig der Wind ab draußen. Und deswegen habe ich mir den bestellt, weil ich finde, das sieht einfach so toll aus. Mit dem Blumenkranz und einfach dadurch, dass sie komplett grün ist. Das ist einfach auch ein toller Funko. Weiter geht's mit Harry Potter und der Karte des Rumtreibers. Und auch die finde ich einfach wieder so cool mit diesem Detail verarbeitet. Einfach, dass er diese Karte in der Hand hat und mit seinem Zauberstab. Und das finde ich halt einfach mal so toll an diesen Figuren, dass die so gut in dieses Detail verarbeitet sind und dass man sich, also dass die sich da wirklich richtig Gedanken beigemacht haben und auch wirklich an so viele Kleinigkeiten gedacht haben. Das finde ich echt richtig toll. Jetzt kommen wir auch zu einem, den ich richtig mag, nämlich den fast kopflosen Nick. Weil er ist einfach, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber er ist einfach wirklich, also der Kopf kann wackeln und er ist halt echt fast kopflos. Und das finde ich einfach so cool. Und auch, weil die ihn ja, also sie haben ihn ja quasi versucht, so durchsichtig zu machen, dadurch, dass er halt so blau ist. Und das sieht einfach echt toll aus, finde ich, meiner Meinung nach. So, das war's schon. Ne, hier liegen noch zwei. Sonst habe ich nämlich unten auch noch welche liegen. Nämlich einmal Ariel. Und einmal Cinderella. Und die finde ich einfach. Ist das überhaupt Cinderella? Ich glaube schon. Ah, genau, die war das mit Aurora heißt sie. Also laut dieser Funko-Packung. Und sie finde ich, habe ich mir damals bestellt, weil sie einfach dieses Glitzerkleid dann hat. Und das, ich liebe Glitzer. Und das fand ich einfach damals so wahnsinnig toll. Das finde ich immer noch toll. Und einfach durch dieses Glitzerkleid. Deswegen passt sie auch super zu diesen rosanen Büchern und so in meinem Regal. Also da stelle ich sie halt immer dabei. Das weiß ich nicht. Ich finde, das sieht einfach schön aus. Ariel finde ich auch toll. Und jetzt kommen wir zu einem Funko, den ich den nicht wahnsinnig cool, weil es auch einer meiner liebsten Momente ist aus dem Film, nämlich Ron auf diesem Pferd von, also auf diesem Schachpferd von dem, vom ersten Teil. Und das finde ich finde ihn einfach so cool. Also er ist halt auch, ich nehme mal hier eben Bella zum Vergleich. Guck mal, er ist einfach auch wirklich groß. Und das, ich finde das einfach wieder so cool. Auch wie dieses Pferd gemacht wurde, das sieht wirklich, ich bin hier einfach nur am Schwärmen, aber ich finde es einfach echt toll. Wahnsinnig, wahnsinnig schön, wirklich. Boah, das müsstet ihr jetzt aber bestimmt gehört haben im Video, oder? Richtig Wind. Boah, echt richtig Sturm bei uns. Aber den finde ich echt toll. So, jetzt kommen wir mal eben. Oh nein, hier fällt fast einer runter. Noch gerettet. So, jetzt kommen wir zu den Funkos. Jetzt kommen wir zu den Funkos, die hier auf dem Boden liegen. Also die passen leider nicht alle hier auf meinen Tisch liegen. So, fangen wir mal an mit dem ersten Funko, den ich mir damals, also es war der allererste Funko, den ich bekommen habe, den ich mir selber gekauft habe, so nicht bekommen habe, nämlich Dobby. Und ich liebe Dobby, deswegen musste er einfach in meine Funko-Sammlung, weil ich Dobby einfach toll fand. Und den habe ich mir einfach damals allererstes bestellt und den finde ich einfach toll mit seiner Socke in der Hand und ich liebe Dobby. Auch im Film finde ich den richtig toll. Und dann habe ich noch einmal einen kleinen Niffler. Und Niffler finde ich auch, finde Timmy super süß. Deswegen habe ich mir den damals auch gekauft und einfach süß. Jetzt kommen wir zu zwei Funkos, nämlich Betty und Jughead aus Riverdale. Und die wollte ich aber da einfach damals haben, weil ich die Serie super spannend finde und ich die Funkos einfach, irgendwie finde ich die toll. Und
Und bei leider stockelt hier so ein bisschen. Ich glaube, da ist so ein bisschen diese Farbe. Ich sage es mal ein bisschen verschmiert, deswegen sieht sein Gesicht. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ein bisschen, nicht dreckig aus, weil so ein bisschen. Aber trotzdem cool. Auch mit seiner Mütze, die er auch in der Serie ganz oft aufhat. Finde ich echt wahnsinnig toll. Jetzt kommen wir zu drei Charakteren aus Gossip Girl. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Ich habe sie schon zweimal durchgeguckt, weil ich sie so gut und spannend fand. Nämlich gibt es hier einmal Blair, dann gibt es einmal Jenny und Serena. Und ich finde gerade Jenny und Blair finde ich wirklich gut getroffen. Bei Serena finde ich, also ich finde, sie sieht cool aus, aber ich finde, sie ist jetzt, also ich finde sie jetzt, ich sage jetzt mal so, nicht so cool wie Blair und Jenny. Also die finde ich auf jeden Fall deutlich besser als Serena. Ich finde eben, die sind einfach ein bisschen besser getroffen als Serena. Aber trotzdem, einfach musste ich sie haben, weil ich einfach diese Serie so wahnsinnig spannend finde. Jetzt kommen wir zu meinem Zug von Harry Potter, den Hogwarts Castle. Also das steht hier zumindest hier drauf. Und da war auch, also ist auch dieser, ich weiß jetzt nicht, wer dabei ist, aber der steht halt immer bei mir da drauf. Dieser Harry Potter dabei mit der kaputten Brille, die er noch am Anfang anhat. Also ganz am Anfang vom ersten Teil, meine ich. Und dann stelle ich ihn immer so in mein Regal und das finde ich, und das finde ich einfach so cool. Da gibt es auch zwei andere Abteile von, die habe ich leider nicht. Die hätte ich so gerne noch. Da gibt es die, glaube ich, noch einmal mit Hermine und einmal mit Ron. Die hätte ich echt gerne noch dann. Ich finde das einfach so cool, dass man so lange Zug im Regal stehen hat. Und jetzt kommen wir auch schon zu meinem letzten Fukun, den finde ich einfach so cool. Das ist nämlich mein Riesennippler und schaut ihn euch einfach an. Er ist so riesig. Guckt euch einfach mal an, wie riesig er einfach aussieht. Einmal im Vergleich zu diesem kleinen Nippler. Und den finde ich so cool. Also, als ich den bekomme, ich habe den nämlich zu Weihnachten von meinem Freund bekommen. Ich habe es einfach so gefeiert, weil er ist einfach so riesig und deswegen finde ich ihn so cool. Richtig cool. Habt ihr auch ein paar Funkes in eurer Sammlung? Dann könnt ihr mir das ja mal gerne in die Kommentare schreiben, weil ich suche natürlich immer wieder neue Inspirationen für neue Funkos, die noch in meine Sammlung dazukommen könnten. Ich hoffe, euch hat so ein Video gefallen. Dann könnte ich öfters mal so Videos drehen. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!